Ja, willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect, einer weiteren Folge, und ja, ich bin in der Pause ein wenig hier rumgegangen und habe noch das gefunden, eine Art Richter. Befehlsgewalt im Hexenprozess, ein Gemälde eines Richters der Hexenprozesse. So, das ist der 12. Hinweis. Das könnte uns vielleicht sogar schon auf die Spur bringen. Denn vielleicht fühlt sich Baxter, wenn es Baxter ist, ich glaube da zwar noch nicht dran, weil es wäre echt zu einfach, vielleicht fühlt sich Baxter als Richter. Man weiß es ja nicht. Ich werde es mal probieren, den Richter hinzuzufügen. Und das war falsch, das war so klar. Das andere wird alles keinen Sinn ergeben, irgendwie. Meiner Meinung nach, aber sagt niemals nie, ne? Kennt man ja. Das hatten wir schon alles gesehen. Ich habe auch sonst in der Pause nichts gefunden, irgendwie Großartiges, was noch funktionieren könnte hier irgendwie. Ich habe die ganzen Bilder abgeklappert. Wie gesagt, habe ich den Richter gefunden. Aber ansonsten, und sie sagt uns auch nichts. Sicher, dass du alles gefunden hast? Ja, bin mir ziemlich sicher. Mehr gibt's ja auch nicht. Tja, dann muss ich doch notgedrungen... Ah, nee, Moment. Hier haben wir noch was. Das hört... Ja, was war das jetzt? War das jetzt ein Medaillon oder war das eine Kristallkette? Ich probiere es nochmal. Moment. Das hört sich an wie eine Kristallkette. Ein Kristall, von dem man glaubte, dass er einen die Zukunft voraussagt. War richtig. Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Medien für Hexen gehalten. Puritaner haben alle, die ein Medium ähnliche Fähigkeit zeigten, für Hexen gehalten. Es könnte natürlich zutreffen, dass der Mörder das auch denkt. Und das war richtig. Er jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält? Das ist ja Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Ja. Und das macht... Hallo? Baxter im Museum macht Sinn. Baxter sucht das Mädchen. Macht auch Sinn. Und Baxter versteckt das Buch. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich versteh's nicht? Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Tut mir leid, ich wusste nichts von dir. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin? Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später.
So. Verdächtiger Baxter. Baxters merkwürdiges Verhalten in dieser Ermittlung macht ihn zu einem Verdächtigen im Glockenweiler-Fall. Ich muss ihn finden. So, da war gerade aber noch was gewesen, was ich noch nicht gelesen hatte. Wo war denn das? Da. Iris Aufenthaltsort. Iris ist im Zimmer 206. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gelernt. Warum stehen da neu? Baxter hat das Buch versteckt. Das haben wir auch schon gelesen. Das haben wir alles schon gelesen. Das hatte irgendwie alles nicht... Lol, das hatte alles irgendwie nicht gespeichert. Ich will das weg haben, alles neu. Ja. So. Aber da war vorhin noch irgendwie eine andere Anzeige. Wo ist denn das? Naja, ist ja egal. Ja, verlass das Museum. Neues Ziel, da machen wir das doch. Das kriegen wir hin. Ah, jetzt müssen wir erst wieder zum Zug, ne? Kann das sein? Ah, wir werden das geschafft. Wow, hab ich mich jetzt erschrocken? Ciao. Na toll. Super. Das war so klar, dass es nicht einfach wird. Verdammt, hab ich mich jetzt erschrocken. Wo sind denn die Dämonen? Ich sehe sie gar nicht. Doch da. Oh, und es steht genau hier. Wie affig. Das war so klar. Kann man auch einfach dran vorbeihuschen? Ich probiere das mal. Wo müssen wir denn? Oh nein, wir müssen auch noch da lang. Verdammt, da kommen wir gar nicht durch. Nein. Du kannst mich mal. Soll abhauen. Verdammt nochmal. So, jetzt machen wir den anderen auch noch platt. Komm her, du scheiß Franzose. Also, ein Franzosendämon. Oh ja, wir können nicht euch helfen. Können wir ablenken? Mist, verdammt. Ich komme nirgendwo hin. Und da dran an den Raben komme ich auch nicht, dass ich ihn ablenken kann. So, jetzt aber. Nein, das hat nicht gereicht. Verdammt, scheiße. Verdammt. Verdammt. Gott sei Dank sind wir weg. Wow. Jetzt aber. Auf geht's. Auf ein neues. Nein. Fuck, ey, das gibt's nicht. Du scheiß Kackdämon. Du scheiß Kackdämon. Geh weg. Mann, verschwinde! Na, jetzt ist er wieder da. Guck an. Geht doch. Bleib stehen.
Na endlich, verdammt nochmal. Kackdämon. Gott sei Dank. Jetzt aber bloß schnell weg hier. Ich hoffe, der Zug kommt nicht. Wahrscheinlich doch, so ich mein Glück kenne. Oder auch nicht. Oder der Zug ist wieder im Depot. Ach so. Habe ich doch gesagt, der steht hier. Naja. Zug steht im Depot. Hab gerade eine SMS gekriegt. Hast du gehört, dass gerade noch was passiert ist? Etwas Schlimmes. Was denn? Jemand hat mir von einem Mord erzählt. Ach so. Nein, das ist gerade eben erst passiert. Die Polizei flippt völlig aus. Was gerade passiert? Was ist passiert? Keine Ahnung. Klingt aber ernst. Wie keine Ahnung? Heute Nacht wird was Schlimmes passieren. Dieser ganze Ort bedeutet Ärger. Ich kann nur noch an den Totenkopf denken. Was meint sie denn? Ist gerade passiert? Ist wirklich gerade was passiert? Oh mein Gott, da müssen wir ganz schnell. Vielleicht ist was mit Joy Fleming. Müssen wir mal aufpassen. Müssen wir ganz schnell jetzt zurück. Hast du gehört, was der Typ gesagt hat? Nicht, dass Baxter sie geschnappt hat. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Verdammt. Was ist denn gerade passiert? Verdammt. Wozu die Eile, Jungs? Wo wollt ihr hin? Ach, nein, nein. Zur Kirche wahrscheinlich. Verdammt. Ich hab's gewusst. Verdammt. Aber ist es wirklich Baxter? Ich glaube nicht. Das wäre zu einfach. Das haben wir schon, wie gesagt, am Anfang der Folgen, die ersten vier Folgen, da wussten wir das, glaube ich, schon. Vier, fünf Folgen. Das wäre zu einfach alles irgendwie. So einfach macht uns das Spiel das doch nicht, oder? So, ab zur Kirche. Ganz schnell. Wir sollen uns ein bisschen beeilen. Begib dich zur Kirche. So. Hat eine super Ausdauer, muss ich sagen. Geht wahrscheinlich regelmäßig ins Geisterfitnessstudio. War die Kirche so weit weg? Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. Oh, jetzt kommen wir hier doch wahrscheinlich gar nicht mehr lang, ne, oder? Laufe ich überhaupt richtig? Ich laufe das vollkommen falsch. Wieso zeigt mir denn der Pfeil denn? Ach ja, wir müssen ja hier rum. Stimmt ja. So war das ja, ne? Wusch. Was meint ihr eigentlich? Glaubt ihr so an Geister und sowas alles? Oder so Geistergeschichten oder generell so Geisterwelt? Was meint ihr? Gibt es sowas? Könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben. Ja. Ich glaube, wir laufen richtig. Also glaube ich zum... Hä, war das hier lang zur Kirche? Ach ja, doch. Müssen wir denn so weit laufen? Das ist so unfassbar. Stimmt, die Kirche war ja oben. Achso, im Übrigen, ich bin immer noch bei der Aufnahme, wo es so warm ist, und zwar im Juli. Es ist mittlerweile, haben wir schon 10 Uhr. Und ja, es ist immer noch so warm. Es sind immer noch gefühlte 38 mittlerweile. Hat sich ein bisschen abgekühlt, aber nur ein bisschen. Aber es ist am Knall. Cops und Kriminelle gewöhnen sich an die Blaulichter. Und trotzdem können sie einem manchmal noch Schauer über den Rücken jagen. Du könntest glatt das Gefühl kriegen, diesmal sind sie hinter dir her. Was ist hier passiert? Ach, guck mal an, wer da ist. Gott sei Dank bist du okay. Nein, nein, Joy, Joy, nicht! Flucht. Verdammt. Aber was ist hier passiert? Lieutenant? Hab sie erwischt, als sie hier rumschlich, sagt sie seine Freundin des Priesters. Wo ist Pater McCauley? Geht's ihm gut? Setz sie in mein Auto. Ich will sie selbst befragen. Und erinnere Broyles daran, dass die Tür sich nicht von allein bewacht. Ja, Sir. Das war eine einfache Frage, bitte. Sei nicht so hart zu ihr. Hey, hat schon jemand Baxter gefunden? Nein. Wir haben im Revier nachgesehen, waren bei ihm zu Hause. Gar nichts.
Da stimmt doch irgendwas nicht. Mal ehrlich, haben Sie so etwas schon mal gesehen? Hm? Das alles ist mir ein verdammtes Rätsel. Ich weiß nicht. Es wirkt alles so wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich muss den Tatort finden, bevor Sie die ganzen Beweise wegschaffen. Ja. Müssen wir mal schauen, was da passiert ist. Finde heraus, was in der Kirche passiert ist. Joy und Aris sind in der Kirche. Ich muss sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Untersuchen beginnen. So. Ist denn hier oben immer noch der Fleck? Nee, ist nicht mehr. So, Polizei kann Baxter nicht finden. Die Polizei sucht nach Baxter, findet ihn aber nicht. Das ist seltsam. Mitten in einer Mordermittlung? So, erstmal gehe ich hier oben schauen. Was? Was? Wo? Nein! Willst du mich verarschen? Jetzt rennen da unten schon wieder die Dämonen rum. Ich glaub das nicht, die hatten wir zerstört gehabt. Scheiß Kack-Arschloch-Spiel. So. Musste mal gesagt werden. Hm. Konnte man sich da unten nicht auf die Schnelle verstecken? Ich weiß es gar nicht mehr. Das waren drei, ne? Hui. Wie schön, dass wir schon tot sind. Das hatten wir auch schon gesehen. Ich frage mich gerade... Also ich lasse die Dämonen jetzt einfach mal da Dämonen sehen vor allen Dingen. Ah. Damit kommen wir rüber. Das ist schon mal super. Das Werk eines Monsters. Dem Kerl ist nichts heilig. So, damit kommen wir rüber. Kann ich hier eine Spur des Mörders finden? Untersuch den Innenhof. Detailanalyse. Stein der Statue. Tod zerquetscht. Felsbrocken. Unfalltod, zerbrochenes Fenster, improvisierte Waffe. Ich würde sagen Felsbrocken. Ne, Felsbrocken ist auch Quatsch. Stein der Statue würde, glaube ich. Zu Tode gequetscht hatten wir ja schon, ne? Stein der Statue war falsch. Hä? Unfalltod? Nein. Stein der Statue hatte ich doch vorhin, hat das doch nicht angenommen. Blödes Kackspiel. So. Improvisierte Waffe, Unfalltod. Ist auch falsch. Selbstmord und improvisierte Waffe vielleicht? Okay. Glockenmörder jagt Aris. Aris wurde vom Glockenmörder getötet, aber wie hat er sie gefunden? Das frage ich mich auch gerade. Rohe Gewalt. Der Mörder muss die Statue umgeworfen haben, um sie zu zerbrechen. Schwer. Ursprünglicher Standort der Statue. Hier stand die Statue, bevor sie auf Aris gelandet ist. Zerbrochen. Fensterglas, zerbrochenes Glas, genau wie bei meinem Mord mit M. Aber von wo? Von oben? Tatsache, von da oben. Gibt's hier noch einen Hinweis? Okay, das zählt nicht.
Ich sollte hier bleiben, bis ich fertig bin. Ja, ja, das zählt also nicht mehr dazu, okay. Also wenn man da reingeht, zählt es nicht mehr dazu. So, 3, hier ist auch noch was. Schleifend. Iris Blut. Das Blut muss Iris verloren haben, als sie versuchte, dem Mörder zu entkommen. Zerschmetterter Aufprall. Nur etwas Mächtiges konnte den Boden so springen lassen, vermutlich nach einem Fall aus großer Höhe. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Geblieben wäre, würde sie jetzt noch leben. Halte nicht zu stark an dem fest, was dich hier hält. Denk daran, es war nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Was hat er hier noch getan? So, untersucht den Innenhof, war abgeschlossen. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal da hochkommen. Gibt es hier wieder eine Miete, Katze? Oder kommen wir jetzt hier lang? Geht's hier weiter? Ja, endlich. So. Hier werden wahrscheinlich auch wieder Dämonen sein. Ich vermute es mal. Deswegen schaue ich zwischendurch mal ein bisschen. Nave. Okay. Das bringt nichts da lang. Wir müssen auf jeden Fall nach oben kommen. Die Frage ist nur, wie? Weil Fahrstuhl können wir ja nicht fahren. Anscheinend. Haben wir eben schnell hier geschaut. Das Werk eines Monsters. Okay. Dem Kerl ist nichts heilig. Nein, mir ist auch nicht heilig. Und ich sage ganz einfach mal, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder Murder Soul Suspect. Und dann gehen wir hier die Treppe rauf und schauen, ja, was wir da über den Glockenmörder herausfinden. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.